Ja, das Spiel in Langenfeld, das war am Ende ein klarer Sieg für uns. Man muss sagen, die erste Hälfte, da haben wir uns ein bisschen schwer getan im Abwehr und umgekehrt im Angriff haben wir sehr vernünftige Lösungen gefunden, obwohl wir haben uns auch sehr schwer getan mit ihren 5-1-Deckungen. Wir konnten dann zum Glück, sage ich mal, erste Halbzeit nach hinten raus in unsere 5-1-Deckung richtig gut agieren und hatten dann 3 schnelle Tore kurz vorm Halbzeit erzielt und konnten dann mit einer 16-13-Führung zur Halbzeit gehen. Und dann haben wir über ein paar Kleinigkeiten geredet zur Halbzeit. Und da muss ich dann sagen, zweite Halbzeit hat die Abwehr richtig gut funktioniert. Der Torwartwechsel, den wir gemacht haben mit Stefan Nibbes und Max Jäger, da hat Stefan Nibbes einen richtig guten zweiten Halbzeit gespielt und hat auch das gehalten, plus ein bisschen mehr, wenn jemand frei war. Und wir konnten dann auch relativ früh und schnell die zweite Halbzeit in Führung gehen mit 6-7 Tore. Und was wichtig war für mich, das war, dass wir dann auch am Ende das Ding auch wirklich durchziehen und gewinnen dann auch wirklich verdient mit 10 Toren. Und da muss man sagen, haben die Jungs eine richtig gute Entwicklung gemacht die letzte Zeit, wo wir einfach diese Siege brutal bis zum Ende spielen. Und das lohnt sich wirklich, auch in der Halle zu kommen fürs Wochenende. Danke.